zur Restaurierung Chile. Das habe ich schon lange vor. Das Bild ja 85 in die Sammlung gekommen. 87 hat die damalige Restauratorin schon erwähnt, dass das Bild in einem fragilen Zustand ist und eigentlich nicht leihfähig. Es gab auch immer Leihanfragen und ich musste immer ablehnen, weil das Bild solche Schichtungstrennungen hatte. Grundierungen und Malschichten waren locker. Es ist so eine ganz fragile, unterbundene Malerei. Und dann haben wir uns gedacht, ja, ich wollte das Bild dann auch verglasen, weil es war ja in der Dauerausstellung. Und dann habe ich mich nicht mal getraut, es auszurahmen, also den Rahmen zu geben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt ausrahme, dann muss ich es festigen. Und man festigt den Chile nicht einfach so, ohne vorher das Gefüge zu untersuchen, das richtige Festigungsmedium zu nehmen. Und ja, so ist irgendwie, hatte ich immer im Hinterkopf, da braucht es dieses Projekt. Und dann war jetzt halt die Aussiedelung vom Wien Museum für das neue Museum. Und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, so jetzt führt da kein Weg mehr vorbei und wir müssen das Bild festigen, um es überhaupt transportieren zu können. Und das ist natürlich sehr interessant, eine Schiele-Maltechnik dann auch für die neue Dauerausstellung. Vielleicht kann man das dann auch präsentieren in einer Art und Weise. Also so kam es zu dem Restaurier- und Forschungsprojekt der Maltechnik. Das Bild Junge Mutter von Egon Schiele ist 1914 gemalt worden. Egon Schiele wollte das seiner Schwester Gertrud zur Hochzeit schenken. Das heißt, er hat sie auch geschenkt. Aber sie hat das Bild dann erst 3 Jahre später in Empfang nehmen können, weil es 1914 noch zu einer Ausstellung nach Brüssel gegangen ist. Und von dort ist es dann eben kriegsbedingt erst 1917 wieder zurückgekommen. Und Gerti hat dann eben dieses Bild erst dann in Empfang nehmen können. Und von da ab war das Bild 80 Jahre lang in Familienbesitz. Nach ihr hat es ihren Söhnen gehört, Anton Peschka und Egon Peschka. Egon Peschka ist früher gestorben und Anton Peschka hat eben seinen Anteil am Bild 1997 mit seinem gesamten Besitz der Stadt Wien vermacht. Das heißt, ab dem Moment hat die Hälfte des Bildes der Stadt Wien gehört. Seit 1985, nach der Ausstellung Traum und Wirklichkeit, in der dieses Bild gezeigt worden ist, ist die junge Mutter im Wien Museum in der Dauerausstellung gehangen, als Dauerleihgabe. Und 1997, wie gesagt, hat dann die eine Hälfte der Stadt gehört, die andere noch den Verwandten von Anton Peschka. Und als die aber dann ihre Hälfte verkaufen wollten, hat die Stadt Wien eine große Summe Geldes in die Hand genommen und das Bild für die Sammlungen der Stadt Wien und damit fürs Wien-Museum angekauft. Ja, also war sicher der absolut wertvollste Zuwachs unserer Sammlung in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen. Also das ist eine ganz besondere Anlage, die extra für unsere Sammlung konzipiert worden ist. Und das Wichtige ist mir gewesen, dass das Bild in Ruhe stehen kann, während die Röntgenröhre und der Röntgenstrahl und die Kamera sich bewegen. Das Bild soll also in der Zeit stehen und sich nicht bewegen. Es ist insofern sehr besonders, weil die Aufnahmegröße, die Auflösung der Bilder so groß ist wie bis jetzt noch nicht. Das Ganze wird dann übertragen und im Nebenraum auf den Bildschirm
übertragen, sodass wir das sofort sehen können. So, dann wollen wir das mal anschalten. Das ist unsere Zeitzentrale hier. Jetzt wird das Bild einfach nur ganz grob abgescannt und der gesamte Fahrweg wird abgefahren. Genau, das liegt daran, weil diese Grundierung so dick ist, dass sie das einfach schluckt. Du kannst jetzt hier, weil auch nicht das, das ich meine, gucken so ansatzweise, diese Wiege, die da angelegt ist, auch im Hintergrund, also auch die Erstgrundierung, ist sehr wild und grob ganz gesetzt. Ganz grob gesetzt, ja. Und dann ist sie nochmal drüber gegangen und wahrscheinlich auch über die Malschicht, ja genau. Genau, ganz sicher über die Malschicht. Über die Malschicht nochmal mit einer zweiten Grundierung. Hier, wo das, das Rötlich, das ist ja hier rot und das ist ja nochmal übergrundiert worden. Und man sieht aber, dass die rote Farbe praktisch trotzdem drauf liegt. Also er hat das erst rot gehabt, dann hat das nochmal grundiert und nochmal rot übermalt. Genau. Also es ist ganz, ganz spannend. Bei diesen Fransen sieht man das auch sehr gut, ne? Auf der rechten Seite. Da wollen wir rübergehen. Du siehst nur die Blasen der Grundierung, die dominiert in diesem Fall das Bild extrem. Ja, aber da sieht man, dass er die zweite Grundierung wirklich wahrscheinlich sehr grob angerührt hat. Genau, extreme Blasen. Schnell gemacht, jetzt nicht viele Luftblasen drin, was ja eigentlich ein Fehler ist. Das würde in der konventionellen Malerei wird das nicht so gemacht werden. Genau, aber das war ihm egal. Also wir haben das Bild geröntgt in der Röntgenanlage im Belvedere und ich war schon sehr gespannt, weil ich habe schon in der Dauerausstellung des Wien Museums im Streiflicht immer eine Erhöhung gesehen, einen Kinderkopf, noch einen zweiten von der Seite und ich dachte, da ist was drunter, das sieht aus, als wäre da ein zweites Kind drunter. Und tatsächlich haben wir im Röntgen gesehen, dass Schiele ursprünglich zwei Kinder angelegt hat. Man sieht das sehr gut auf dieser Aufnahme. Die Grundierung ist sehr dicht und alles, was sehr dicht ist an Material, kommt in Röntgen natürlich hell heraus und man sieht da ganz genau, dass Schiele zwei Kinderköpfe angelegt hat mit den Händen jeweils und ein Kind hat er dann wieder geschlossen und das andere Kind ist geblieben. Warum er das Kind dann wieder verworfen hat, das weiß ich leider nicht. Er nimmt diesen Kopf, die Form vom Kopf, die ja dann eigentlich ja nicht mehr da ist und nicht mehr da sein soll, nimmt er trotzdem in die Form mit rein. Das finde ich sehr interessant. Ja, also die letzten Malschichten, die sieht man eben sehr, sehr schön, die weißen. Die kommen wirklich diese Höhen deutlich. Mehr oder weniger, die er ja, genau, die Höhen da. Ja. Die Höhen, die er setzt. Aber die Leinwand siehst du auch nicht. Also nein. Es könnte sich demnach schon noch ausgehen. Das ist nachträglich gekratzt worden? Nein. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, sicher. Okay. Das ist da auch, das sieht man schon, wie die Farbe da rein. Ja, ja, du hast recht. Ja. Nein. Aber es ist sehr verwunderlich. Ja. Mhm. Aber das ist interessant, eben diese Ärmchen, die er da Aber die Mutter ist nicht verändert, also das ist wirklich die Form, da liegt nichts drunter, zumindest jetzt am ersten Blick. Ja. Muss man sich dann mal genauer ansehen. Das ist jetzt mal eine interessante Aussage, dieses Röntgenbild, aber wenn wir jetzt das Infrarot machen und das dann vergleichen, werden dann wir das wesentlich besser verstehen. Dann versteht man sich ja. Es ist keine bestimmte Mutter, die hier abgebildet ist. Es ist, wenn man sich das Bild anschaut, eigentlich überhaupt kein Porträt einer Person. Es ist vielmehr eben eigentlich dieses allgemeingültige Mutter-Kind-Verhältnis. Wenn man sich das Gesicht der Mutter anschaut, wenn man sich auch das Kind anschaut, das sind eigentlich auch nicht wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, sondern man könnte eher meinen, dass es eigentlich Skulpturen sind, die jetzt eben eher prototypisch für
symbolisch für eben eine Beziehung zwischen Mutter und Kind stehen, aber eben niemanden konkret abbilden. Zentrum sind auf alle Fälle diese zwei Personen, die wirklich so ganz eng ineinander verschränkt sind, was eben auch diese Nähe der beiden Personen zueinander sehr schön darstellt, die eben vor diesem sehr dunklen Hintergrund sehr schön herausstechen. Also das Wesentliche eben die Beziehung, die ja, ist das, was da anzieht und was man eben sofort sieht. Dass das von Ausleuchtung her relativ... Es muss total gleich sein. Ich habe jetzt schon 1000 Dinge, die ich hier praktisch schon vorbereitet habe. Mit dem Boden und mit dieser Wand kann ich sehr gut arbeiten, um das wirklich ganz gerade einzustellen, damit es auch eine optimale Aufnahme wird. Das Bild steht noch zu weit nach da. Ja, es ist nicht mittig platziert. Genau, und das muss ich jetzt nämlich nochmal messen. Das ist super. Ja. Jetzt könnten wir mal den Bereich anschauen, wo das vermeintliche Kind ist. Unser interessanter Bereich mit dem Auge. Kann man jetzt vermuten, ist das jetzt eingeritzt oder nicht? Mund und Nase oder nicht? Das ist jetzt schwierig, weil das würde... Es schaut tatsächlich ganz gut zu dem. Es sieht total lustig aus in dem. So. Das ist wie ein Gesicht praktisch, ne? Ja. Also das Auge, das gibt es ja definitiv. Und dann hat es noch. Das ist diese zwei. Ja, man muss sich das wirklich ganz in Ruhe anschauen dann auch. Ein Objekt dann nochmal. Genau. Die Augen kannst du da nochmal rein. Ja. Ich sehe sowas wie eine Pupille. Bin mir aber nicht sicher. Sehe ich auch, ja. Die gibt es ja tatsächlich nicht, oder? In der letzten Ausführung, naja. Puh, das ist jetzt eine schwere Deutungsfrage. Für mich waren es halt immer geschlossene Augen. Oder ist es jetzt Malschicht, das ist die Frage. Nee, ist es verlorene Malschicht? Also eher keine Pupille, ne? Eher keine Pupille, ja. Aber ja, es würde sich dann auch mit dem anderen Auge... Ja, da sieht man diesen Kratzer da drin, oder diese Fehlstellen, die es da gibt. Ja. Dann diesen Hintergrund, da sieht man jetzt gar nichts. Das ist die Grundierung, das ja. Das sind jetzt zwei Bereiche. Warte mal. Gucken. Nee, das siehst du überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall überarbeitet worden. Also die neue Grundierung liegt da so drüber, dass man es nicht mehr sieht. Ja. Hier macht, da geht ja auch diese Vorzeichnung kommt rüber, oft diese Vorzeichnung ganz rüber, bis zum Ende des Bildes. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da sieht man auch so. Er hat das Bild eigentlich bis zu den Rändern konzipiert und dann verkleinert. Die Decke, das war genau. Ein Teil der Decke, die ist da. Die ist gewandert, bzw. verkleinert worden. Ja, verkleinert, das sieht sie. Sehr interessant, hier dieser Bereich mit den Franzen, während der andere nicht zu sehen ist. Also kaum. Das sind die Farbmaterialien. Das ist irgendwie so ein Ockerton, den Ocker, das du da verwendet hast. Scheint kaum. Und das dürfte irgendein Zinnoberfarbe sein. Das ist also metallhaltig, das nicht. Und deswegen sieht man das eine und das andere nicht. Genau. Das Bild ist extrem fragil. Schiele verwendet eine Grundierung, sehr matte Malschichten, sehr unterbundene Malschichten. Das ist durchaus beabsichtigt. Er hat zwischendurch auch wieder sehr fette Schichten. Aber grundsätzlich ist es so fragil, weil er einfach diese matte Malerei will. Und das Bild ist eins der wenigen, das auch nicht gefirnisst ist oder nachträglich nicht gefirnisst ist. Ein Firnis, das ist ein Harz,
der auf die Oberfläche eines Bildes gelegt wird, um es zu schützen. Aber das dringt natürlich auch in tiefere Strukturen und hat insgesamt eine festigende Wirkung. Das Bild ist wirklich so, wie Schiele es wollte, so wie er es geplant hatte. Und es ist nachträglich, also es ist kaum bearbeitet worden. Das ist das Besondere an dem Bild, dass es nicht dubliert ist, dass es nicht gefirnisst ist, dass es ganz wenig Restauriermaßnahmen gegeben hat in der Vergangenheit. Ich glaube, da wusste man schon, wie wertvoll das Bild ist und dass man das in dem Zustand belässt. Es kommt in verschiedenen Bildern, kommt dieses Runde das immer Bild wieder ist vor. Rund, ja. Genau. Ist wirklich da und immer wieder überarbeitet. Kreis drin. Bei unserer Mutter mit den zwei Kindern, was ja viel später entstanden ist, da haben wir das auch, das Bild wurde erst auf diesem runden Textil praktisch gemalt, das ist die Darstellung, die Komposition, und dann hat er das wieder weggenommen. Geschmälert. Ja. Und du hast es überhaupt nicht mehr, diesen Eindruck, obwohl es vorhanden ist. Also hier haben wir ja die ähnliche Konstruktion, also man kann wohl wirklich davon ausgehen, dass das dasselbe Gestell von etwas ist. Und es ist im selben Jahr ja auch 14 entstanden, dieses Werk. Das ist das vom Leopold Museum. Mhm. Das ist eben, es sieht aus wie eine Kinderwiege. Es ist nicht ganz eindeutig, aber es könnte, so, es könnte schon sein. Ich weiß nicht, was es sonst für ein Gestell mit diesem Gestänge drüber, das die Schlaufen dann hält, mehr oder weniger. Also es ist so, dass der Egon Schiele sich in seinen Gemälden eigentlich sehr oft mit so Themen wie Werden, Vergehen, Tod, Geburt, mit solchen Dingen beschäftigt hat. Und insofern ist es also für diese Zeit 1912, 14, 16 ein typisches Bild. Er hat sich auch schon 1910 mit dem Mutterthema sehr beschäftigt. Da hat er allerdings Bilder gemalt, die vor allem den Titel Tote Mutter hatten. Es gibt zu der jungen Mutter gibt's ein Parallelbild, auch 1914 entstanden, das heißt Blinde Mutter. Und diese beiden Bilder sind eigentlich Pendants, wobei die junge Mutter ist sozusagen ein positives Mutterbild für ihn. Das ist die Mutter, die sich kümmert, die Verantwortung übernimmt. Die blinde Mutter, das ist eine, die eben nicht hinschaut, die Dinge nicht ernst nimmt, Ähnliches. Ja. Also man merkt, dass er sicher kein ganz einfaches Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen, zu seiner eigenen Mutter hatte und dass sich das halt dann in diesen Bildern auch immer wieder spiegelt. Also wir haben das Bild, also die wichtigste Maßnahme war natürlich, das Bild zu festigen. Es gibt unterschiedliche Malschichten, also die unterschiedlich gebunden sind. Es gibt ganz matte Stellen, glänzende Stellen. Das heißt, man hat da schon mal unterschiedliche Festigungsmedien verwendet. Das Hauptaugenmerk haben wir wirklich darauf gelegt, dass man die Festigung nicht sieht. Man bringt ein Medium ein, das verändert manchmal die Farbe, weil man die Lichtbrechung durch dieses Medium verändert. Wir haben sehr darauf geachtet, dass das nicht passiert. Also das war Grundsatz, dass wir mit dieser Festigung die Oberflächenstruktur des Gemäldes optisch nicht verändern. Und also Festigung, Reinigung, das war das Hauptthema bei den Gemälden.
Und wir haben auch einen Schwingschutz angefertigt. Das ist ein Vibrationsschutz aus einem Vlies, der auf der Rückseite angebracht wird. Das schützt das Bild bei Transporten. Und ein Transport ist auch wirklich ein einfaches Handling. Wenn man das Bild von A nach B bringt, schützt die Leinwand vor Flattern und Verlockerungen der Schichten. Wir haben mit Gelatine gefestigt, mit einer niedrigen Konzentration, mit 3%iger Gelatine. Das Ganze wurde, also die Bereiche wurden vorher abgesperrt mit einem Gel Solté. Das verhindert die Bildung von Wasserrändern. Zum Teil war es notwendig vorzunetzen, um die Eindringtiefe zu verbessern. Und wir haben mit einem Mikrodosiergerät gearbeitet, um immer dieselbe Menge einzubringen. Und dieses Mikrodosiergerät, da habe ich eine Kanüle dran. Das war eine besonders feine Kanüle, mit der konnte ich wirklich so zwischen die Craquelés rein und das Festigungsmedium gezielt einbringen. Und was wir noch gemacht haben, pudrige Malschichten haben wir wieder anders gefestigt oder mussten anders gefestigt werden. Dafür haben wir einen Ultraschallvernebler verwendet. Da wird das Medium nicht direkt eingebracht als Flüssigkeit, sondern es wird vernebelt. Da haben wir ein Ionfunori mit Störleim, also ein Gemisch von Ionfunori und Störleim verwendet. Und das festigt die Partikel zueinander, aber das ist wirklich nur eine ganz oberflächliche Festigung. Das Bild wird in Zukunft verglast zu sehen sein im Museum. Es ist natürlich ein Schutz vor Besuchern, mechanischen Beschädigungen, aber auch ein Staub- und Lichtschutz. Ja, das Forschungsprojekt hat uns ermöglicht, das Gemälde zu konservieren. Es wieder in einem Zustand zu bringen, in einen konservierten Zustand zu bringen, Malschichten zu festigen, damit es wieder gezeigt werden kann in der neuen Dauerausstellung. Und wir haben irrsinnig viel über die Maltechnik von Egon Schiele erfahren.